Sind Sie Schokomuffin? Wen wollen Sie sprechen? Hallo? Hallo? Hallo, ich grüße Sie. Hier ist die Frau Becker von 101 Investing. Jemand Ja. hat sich bei uns registriert, ja, vor einer halben Stunde ungefähr, und hat den Namen Schokomuffin angegeben. Das sind Sie nicht, ne? Ich muss jetzt gerade zugeben, dass ich nicht viel anzufangen weiß damit. Wollen Sie vielleicht meinen Ja. Enkel haben? Ich habe keine Ahnung. Alles, was hier steht, ist Schokomuffin. Ich weiß nicht, was das. Also, Sie sind. Wie heißen Sie, wenn Sie mir das sagen Gärtner, würden, vielleicht? Gärtner Eberhard. Sie sind der Herr Gerhard? Gärtner. Oder. Ach, Gärtner, Herr Gärtner. Ja. Okay, gut. Dann weiß ich, also ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Da hat sich dann jemand mit Ihrer Telefonnummer bei uns angemeldet. Ich Sind weiß es Sie im nicht, wer das war. Versandhaus oder wo bin ich da jetzt? Ich bin von 101 Investing, Herr Gärtner. Ja, ich bin zuständig, die Kunden anzurufen und sie zu informieren über unsere Plattform und mit den Kunden den Registrierungsprozess bei uns durchzuführen. Aber Sie sind ja Haben Sie vom Internet angerufen? Ja. Das ist dann vielleicht wirklich mein Enkel, weil der macht immer so Sachen mit dem Internet. Aber dann frage ich Wie mich, alt ist denn Ihr? woher Sie meine Wie alt? Telefonnummer haben. Die hat derjenige, der sich registriert hat, bei uns angegeben. Warten Sie, wir gehen den mal fragen. Einen Moment bitte. Okay. Wie alt ist denn Ihr Enkel? Hallo? Ja, hallo? Hallo, wer ist da? Wer ist denn da? Hier ist der Hier ist Martin. Frau Becker. Der Martin? Ja. Wie alt sind Sie, Martin? Wie alt sind Sie denn, Martin? Bin 19, warum? No. Ich fühle mich, als wenn ich hier gerade veräppelt werde. Okay, haben Sie sich gerade bei uns registriert mit dem Namen Schokomuffin? Ja, das ist mein Nickname. Das ist der Nickname, okay. Alles klar. Gut, Sie wissen schon, wo Sie sich hier angemeldet haben? Ja, so Bitcoin-Dinger wollte ich mir mal angucken. Okay. War ja, das nicht gut, richtig? Ich bin dafür Habe ich da was zuständig. falsch gemacht? Nein, ich rufe an. Sie haben die Telefonnummer. Welche Telefon? Sie haben die Telefonnummer Ihres Großvaters angegeben? Ja, da wohne ich. Ist das ein Problem? Da wohnen Sie? Nein, ist das eine Festnetznummer? Ja. Gut, okay. Gut, und Sie sind 19? Ja, immer noch. Okay, haben Sie denn schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Nee, so mit PayPal und eBay und so, aber noch nichts mit Bitcoin und sowas. Okay, also bei uns geht es darum, dass Sie mit Finanzprodukten handeln können und dadurch Geld verdienen können, möglicherweise. Das hört so. sich doch klasse und ich bin an. Dafür Und ich bin dafür zuständig, die Kunden bei der Firma zu begrüßen und natürlich auch den Registrierungsprozess mit den Kunden abzuschließen. Okay, was Für muss ich diesen, da noch machen? Das würde ich mit Ihnen zusammen machen, Herr. Wie heißen Sie denn genau? Martin hat es gesagt oder wie? Sind Sie Martin Gärtner, ja? Ja, Gärtner, ja. Oder wie? Okay. Gut, ich bin dafür zuständig, mit Ihnen zusammen Ihr Konto zu aktivieren. Wundert mich, dass Sie um die Zeit noch arbeiten. Und, tja, der Finanzmarkt schläft nicht. Der war gut. Herr Gärtner. Aber macht die Börse gut. nicht auch irgendwann so. mal zu? Ja, aber die Leute sind rund um die Uhr. Das war ein am toller Geld machen. Zungenbrecher. Ja, ich habe schon den ganzen Tag geredet. Das glaube ich, ist bestimmt anstrengend. Deswegen. Naja, die Zunge wird manchmal dann ein bisschen langsamer, wenn das. Kann ich mir vorstellen. Gut. Meine Mutter macht Telefonseelsorge, also, ist immer total gestresst nach ihrer Schicht.
Okay, ja gut. So gestresst bin ich nicht. Ich habe nämlich sehr nette Kunden oft. Toll. Und nicht so schlimme Kunden. Naja, gut. Das Telefonseelsorge ist halt sagen wir, mental und emotional sehr anstrengend, ne? Och, nö, eigentlich nicht. Haben Sie das auch ich mal bin, gemacht? Was habe ich mal gemacht? Telefonseelsorge. Nein. Weil Sie sagen, das ist nicht anstrengend, dann können Sie da doch gar nicht mitreden. Ich habe nicht verstanden, dass Sie gesagt haben, dass Ihre Mutter bei der Telefonseelsorge arbeitet, sondern einfach nur Telefon. Ich habe das nicht verstanden. Ach natürlich so. Ist das anstrengend. Das verstehe ich. Ach natürlich. So. Ja. Entschuldigung. Gut. Mhm. Ja, macht nichts. Gut, Herr Gärtner, Folgendes. Also, bei uns ist es folgendermaßen, wenn Sie sich dafür interessieren, das Konto zu aktivieren, sind dafür drei Schritte notwendig. Ja. Und zwar sind die notwendig dadurch, dass wir eine registrierte und lizenzierte Plattform sind. Ja. Das bedeutet, wir sind reguliert von der Seite. Das heißt, dass wir bei der CISAC lizenziert sind und reguliert sind. Das heißt, dass wir unter Beobachtung stehen von einer Finanzaufsichtsbehörde. Ja, die okay. werden die zeichnen alle Gespräche auf und alle und alle Transaktionen. Ja, natürlich. Wir, krass. Ja, natürlich. Wir sind schließlich hier legales Unternehmen, ne? Ja, und aus dem Grund wollte ich damit auch nicht bezweifeln. Wundert mich nur, dass das so hart da ist. Was ist das? Hart? Dass das so hart ist, was da wie sagt man, Kontrolle angeht? Ja, natürlich. Es geht hier um die Finanzen der Menschen. Deswegen wird das alles kontrolliert. Bei einer richtigen Firma, bei der alles nach Verordnung läuft, ist das so. Wenn das bei einer anderen Firma nicht so ist, dann lieber auflegen. Ist das nicht so schön. Wir sollten mal die Spielhallen so überwachen, da wäre das wichtig. Wer schreit denn da immer aber hier so doch im auch. Hintergrund? Ich habe Kollegen, ja? Und der Kollege redet gerade mit einem anderen Menschen. Hört sich eher so an, als ob Titin verprügelt. Nein, hier verprügelt niemanden, irgendjemanden. Gut. Gut, Herr Gärtner, so, ja. Folgendes. Dadurch, dass wir reguliert sind und lizenziert sind, benötigt Ihre Kontoaktivierung, wenn Sie denn daran interessiert sind, drei Schritte. Fall. Und zwar einmal müssen Sie sich ein Guthaben von 250 Euro auf Ihr Konto aufladen. Mhm. Ja, das ist aber nur ein Guthaben und noch keine Investition. Ja. Und das Geld können Sie sich auch jederzeit wieder auszahlen lassen, falls es Ihnen hier bei uns nicht gefällt, ne? Okay. Bevor Sie irgendwie entscheiden sollten, hier was am Finanzmarkt einzusetzen. Ja. Natürlich, wenn Sie sich dann dazu entscheiden sollten, hier Geld einzusetzen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch Geld zu verlieren. Ja, das ist beim Finanzmarkt so. Es ist immer ein Risiko vorhanden. Ja. Ja. So. Wie hoch ist das okay. denn? So. Prozentual kann man das irgendwie eingrenzen? Was mit dem? Mit dem Risiko ist, ja. Ja, das kann man eingrenzen, indem man gewisse Risikomanagement-Funktionen benutzt. Nee, da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen. Entschuldigung, das meinte ich gar nicht, wie hoch so das Verlustrisiko prozentual ist, wenn man das, da gibt es ja bestimmt so Durchschnittswerte oder so. Weil ich kenne mich da ja gar nicht. Das kann man selber festlegen. Ich kann selber festlegen, ob ich was verlieren will. Sie können selber festlegen, wie viel Sie bereit sind zu verlieren. Das und wie groß ist sagen. Die Chance, so. Generell was zu verlieren? Dann frage ich so. Naja, gut, das kommt ja auf den Markt drauf an. Das kann ich Ihnen nicht voraussagen. Ich habe keine Glaskugel. Ja, nee, das aber, ist klar. Folgendes. Aber mal so von den Geschäftsmetadaten, sagen wir mal, von 1000 Kunden, wie viel verlieren Ihre Kohle und wie viel verdienen was? Da kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur schauen Sie, es gibt eine Risikomanagement-Warnung bei uns auf der Seite, ja, da steht, dass bis zu 85% der Leute Geld verlieren können, okay? So viel? Das ist generell eine, ja, hören Sie mir kurz zu, das ist eine generelle Warnung für die ganze Branche und das heißt, das ist aber auch oftmals so für Leute, die keine Erfahrung haben und auch keine Unterstützung haben, die das auf eigene Faust machen ja. müssen.
Ich wollte danach, da wollte ich nämlich jetzt auch nochmal drauf raus. Mhm. Bei uns bekommen Sie einen Kontomanager, der Ihnen das alles erklärt. Ja, aha. Und der zeigt Ihnen, wie man solche Risikomanagementfunktionen einstellen kann. Schauen Sie, mit der Aktivierung selber bei uns gehen Sie hier noch kein Risiko ein, da Sie ja noch kein Geld einsetzen am Finanzmarkt. Ja. Es geht nur darum, Ihr Konto zu aktivieren. Und der zweite Teil der Aktivierung, nachdem Sie dann das Geld auf Ihr Guthaben aufgeladen haben, dann müssen Sie einen Fragebogen beantworten. Ja, okay. Und zwar wird dieser von dieser FISEC, von dieser Finanzaufsichtsbehörde abgefragt. Da werden Sachen abgefragt, zum Beispiel über Ihre Erfahrung, ein bisschen Hintergrundinformationen über Sie und ein paar Verständnisfragen über den Markt. Und das ist zum Beispiel dazu da, um zu sehen, wie Sie das so verstehen auf dem Finanzmarkt und auch um Geldwäsche zum Beispiel auszuschließen. Okay, und dann am Ende müssen Sie noch Ihre Identität überprüfen, ne, damit wir feststellen können, dass es tatsächlich Sie sind und damit wir wissen, wer dahinter steckt für die Finanzbewegung, sage ich jetzt mal ganz brauchen einfach. Sie da so. Auch einen Ausweis und Foto und sowas? Ja, da okay. Brauchen wir ein Foto von dem Ausweis und einen Wohnsitznachweis, ganz genau. So, was für ein Nachweis? Wenn das erledigt ist, ein Wohnsitznachweis. Das ist ganz einfach irgendeine Rechnung, die in Ihrem Namen ist, mit Ihrer Adresse drauf. Ich weiß nicht, ob Sie sowas haben, da Sie ja bei Ihrem Großvater leben. Ja, ich bin ja hier trotzdem gemeldet. Okay, gut. Dann ist ja gut. So, wenn Sie das alles haben, dann haben Sie ein aktives Konto. Dann würden Sie innerhalb von 2 Tagen mit dem Kontomanager reden können. Ja. Und dann würden Sie zu dem Zeitpunkt dann die Information haben, die Sie brauchen, um zu entscheiden, ob Sie das Ganze mal ausprobieren möchten. Okay? Klasse, toll. So, sollten Sie sich entscheiden, dass Sie das Ganze nicht machen möchten, weil Ihnen irgendetwas nicht gefällt, haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich Ihr Guthaben, das Sie sich aufgeladen haben, auch wieder auszahlen zu lassen. Ja. Reicht das denn aus, wenn das Geldwäsche verhindern soll, wenn man am Telefon sagt, man macht das nicht? So ein Terrorist wird das ja nicht zugeben, oder? Sie füllen ja, dafür haben wir ja Ihre Unterlagen, sage ich jetzt mal ganz einfach, Ihre Dokumente. Falls da irgendetwas auffällig ist, sieht man, wer das gewesen ist, ne? Wer sich hier registriert hat. Da haben wir ja dafür Ihre Dokumente hinterlegt. Aber das kann man sich ja auch im Darknet kaufen, wenn man mal weiterdenkt, so okay. Ein bisschen. Oder ist das alles so total staatlich und so? Also, ich kann Ihnen zum Darknet nichts sagen. Ich bin noch nie im Darknet gewesen. Keine Ahnung. Soll ich Sie da mal hinführen? Das ist allerdings total toll. Nein, danke. Nein, danke. Das sind ganz viele bunte Farben. Und das ist total toll da. Mhm. Super. Okay, gut. Herr Gärtner, hört sich das interessant an für Sie? Total. Wie lang dauert denn das, wenn ich da jetzt anfange, bis man da, sag ich mal, von Profit reden kann? Das kommt drauf an, wie lange Sie einen Handel laufen haben. Das kann schon innerhalb von einem Tag soweit sein. Aber oh, klasse. Gut, Herr Gärtner, schauen Sie mal ganz kurz. Ja. So, ich habe Sie jetzt darüber aufgeklärt, mhm. Wie das bei uns läuft und wie gesagt, alle Informationen gegeben, die Sie brauchen. Wenn Sie interessiert daran sind, das Konto zu aktivieren, würde ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Ja, am besten jetzt, ne? Jetzt geht das leider nicht. Ich bin nur dafür da, Sie zu informieren, Herr Gärtner. Im Moment. Okay. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Weil wir fahren jetzt erstmal in Urlaub. Okay, dann wann fahren Sie in den Urlaub? Morgen früh. Morgen früh. Okay, dann machen wir einen Termin für nach den Urlaub. Okay. Sind das denn wieder Sie? Ja, ich melde mich dann nochmal bei Ihnen. Aber eben haben Sie gesagt, Sie sind nur zum Informieren da. Ja, der nächste Schritt ist, wenn ich den Termin gemacht habe, ja, dass ich dann weitermachen kann mit Ihnen. Dann machen wir den doch gleich auf 7:45, das wären 2 Minuten. Nein, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ist dann noch ein anderer Kunde? Schauen Sie, ich gehe gleich nach Hause, ich habe schon Feierabend. Ach so. Ja, wollen Sie kein Geld verdienen? Ja? Ich verdiene an Ihnen kein Geld. Ich kriege ein Festgehalt, okay? Ja, aber Ihre Firma ja. Okay, da müssen Sie sich keine Gedanken drüber machen. Okay, gut. Wann sind Sie wieder aus dem Urlaub da, Herr Gärtner? Am 23. kommen wir wieder.
Wir fahren nach Zypern. Okay, dann melde ich mich dann. Ist das in Ordnung? Ja. Ah, wunderbar. Dann können Sie mich ja besuchen kommen. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ja, dann können mich ja besuchen kommen. Ich wohne auf Zypern. Wie? Deswegen. Rufen Sie von Zypern an? Ja, okay. Ich bin jetzt fertig mit dem Gespräch. Warum sind Sie auf Zypern? Ich danke, dass Sie mich hier jetzt so veräppelt haben und meine Zeit verschwendet haben. Ja, okay? Du bist live auf YouTube. Wie schön. Ich habe Ihnen nichts Falsches erzählt. Wunderbar, okay? Möchtest du jemanden grüßen? Nein, ich möchte jetzt nach Hause vielleicht gehen. Auf Wiederhören. Von der SciSec, die ihre Lizenzen verschenkt. Gibt es da einen Sachbearbeiter, den ihr schmiert? Okay. Gute Nacht, okay? Tschüss. Ja, schlaf schön. Träum süß. Warte mal.